Okay. Aus wen die noch mal werfen möchtest. Ja, das ist dann genau wie in Dingens. Nein, einer ist herausgeflogen. Nein, wir haben verloren. Aber wie? Wieso? Oh. Ach, weil der eine Straße hat. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, ja, der hat eine Straße. Okay, das erklärt's. Ach und aber ach. Die Vorsehung hat, so scheint es, nicht beschieden, dass du meine Bürde von hinnen trägst. Nein, einer ist rausgeflogen. Das ist scheiße, dass wenn der Würfel rausfliegt, dass dann einer fehlt. Okay, warte. Ach und aber ach. Die Vorsehung hat, so scheint es, nicht beschieden, dass du meine Bürde von hinnen trägst. Vorsichtig würfeln. Okay. Oh je. Ich wollte gerade sagen, bleib diesmal bitte drin. Okay, 3-3. Die hat schon wieder verloren. Also hier bin ich im Würfeln Ach tatsächlich gar und nicht aber gut. ach. Die Vorsehung hat, so scheint es, nicht beschieden, dass du meine Bürde von hinnen trägst. Na komm, ein Sieg muss immer drin sein. Okay, das sieht diesmal gar nicht so schlecht aus. Ich habe gewonnen. Wir haben sogar eine Errungenschaft. Glück hast du, doch nicht genug. Ach und aber ach. Oh mein Gott. Die Vorsehung hat, so scheint es, nicht beschieden, dass du Gewinn. meine Bürde von hinnen trägst. Nur die Vorsehung Ich habe soll noch dir diesen gewonnen. Preis bescheren. Gewinne eine Runde Armdrücke, eine Partie Würfelpoker und einen Faustkampf. Juhu, dafür gab es eine Errungenschaft. Wir haben uns versündigt. Vergebung. Sehr schön. Okay. Dann verlassen wir das Ganze hier einmal. Ist ja immer noch Tag. Okay. Haben wir was geschickt? Kannst du nach dem Stream oder in der Pause mal schauen? Okay. Kann ich dann. Oder werde ich dann machen, ja. Will ich wissen, was es ist? Warte. Wo war nochmal der Journal hier? Fight Club. Triff dich abends vor Schenk mit Sigi. Und des Königsmörders. Bounce. Bejagen. Necker. Ah, und wenn ich das an Dingsel
verstehe. Lobe die Göttin. Ja. Ich auch. Die hängen da immer noch. Verlassen wir das Ganze doch hier mal. Na, schläft da einer? Wohin gehst du? Was ist das für eine Frage? Weißt du, wo ich einen Elfen finden kann, der Cedric heißt? Halt dich raus aus dieser Sache. Die Kaufleute zahlen gut für den Tod des Ungeheuers. Geld ist nicht alles. Stimmt, aber doch recht nützlich. Ich traue ihr nicht. Sheila? Warum nicht? Sie ist eine mächtige Zauberin, eine schreckliche Feindin und noch schlimmer als Freundin. Du magst sie also nicht. Geht es dabei um etwas Bestimmtes? Ich will dich nur warnen. Danke. Trotzdem wüsste ich gerne mehr über sie. Am besten direkt von ihr selbst. Wie das? Ich gehe mit ihr auf die Jagd, aber zuerst muss ich Cedric finden. Dann lass uns zu ihm gehen, er ist auf der Wachplattform. Okay. Und dann lauf vor. Oh, Hühnchen! Ah, da geht's lang. Sammeln wir das hier nochmal ein. Eine Rauenwurzel. Eigentlich möchte ich gern was abschnetzeln. So. Irgendwas umbringen. Oder so. Imbolg. Es ist bald ein Jahr her. Moril wäre glücklich an einem Tag wie diesem, Seherin. Genieße deine Erinnerungen an sie, statt in Trauer zu versinken. Ich bemühe mich. Doch ihr Verschwinden lässt mir keine Ruhe. Lass andere, Seide, deine Erinnerungen nicht vergiften. Hass ist nur ein Schutz vor Hilflosigkeit. Danke, Cedric. Waffel. Waffel. Bist du Cedric? Wer will denn das wissen? Geralt von Riva. Ah, der Hexer. Und? Triss Merigold. Du duftest so gut, Triss. Cedric, sieh mich an. Was willst du, Geralt von Riva? Ach du meine Güte. Die Elfin, von der ihr gesprochen habt. Was ist mit ihr geschehen? Seherin glaubt, dass der Wald sie geholt hat. Und du? Moril ist vor einem knappen Jahr verschwunden. Manche meinen, dass sie einfach zu schön war und die Däune ihr wehgetan haben müssen. Glaubst du das? Ohne Beweise glaube ich nur meinem Instinkt. Und der sagt mir, dass es nicht der Wald war. Das hast du Seherim aber nicht gesagt. Es hat doch keine Bedeutung mehr. Vielleicht hat sie jemand umgebracht. Vielleicht ist sie aber auch einfach fortgegangen. Daran kann weder Seherim etwas ändern, noch ich. Wer bist du eigentlich? Einer, der die Menschen vor den Gefahren des Waldes warnt. Erklär mir das bitte. Ich bin schon alt, selbst für einen Elfen. Der Wald ist noch viel älter. Ich lebe seit Jahren darin. Ich verstehe ihn. Ich kann das nicht erklären. Manchmal irre ich mich. Dann kommen die Leute nicht zurück. Du hilfst den Menschen? Ich weiß einfach, ob man hineingehen darf oder nicht. Ich muss ein paar Orens verdienen. Hast du vielleicht eine Aufgabe für einen Hexer? In diesem Wald kann kein Hexer arbeitslos sein. Es wimmelt hier von Monstern. Wobei das eigentlich nicht erstaunlich ist. Warum nicht?
Weil verfluchte Orte solche Kreaturen anziehen wie Aas, die fliegen. Auf der Lichtung stand vor langer Zeit ein Haus, in das die Irren gesperrt wurden. Im Krieg gegen Nilfgaard ist es abgebrannt. Die Irren sind in ihren Zellen verschmort. Seitdem lastet dort ein Fluch. Erst neulich wollten zwei Draufgänger sich dort umsehen. Sie sind nicht zurückgekehrt. Erzähl mir noch etwas über das Haus. Das war ein altes Herrenhaus, das als Irrenanstalt benutzt wurde. Im Krieg mangelt es nicht an Verrückten und es war immer gut gefüllt. Kaplan Mirkai hat sie im Haus eingeschlossen und versorgt. Wenn es dir gelänge, die beiden Leute zu finden, die in den Brandruinen des Irrenhauses verschwunden sind, wäre sicher eine Belohnung für dich drin, von ihnen oder ihren Familien. Ich werd's mal versuchen. Ich will den Kairan töten und hörte, du könntest mir helfen. Kommt drauf an, welche Hilfe du erwartest. Informationen. Man hätte ihn schon vor Jahren töten sollen. Jetzt? Ich weiß nicht. Er ist gigantisch, passt kaum ins Flussbett, hat seltsamen Bewuchs auf den Tentakeln und eine extrem dicke Haut. Früher hat er in den Sümpfen gelebt, in einem der Pontar-Zuflüsse. Da ist völlige Wildnis. Nicht einmal die Skoyatel streifen dort umher. Er hat neulich ein Schiff zerstört. Seht euch das Wrack an. Sucht nach den Spuren. Wo denn? Geh nach Süden, tief in den Wald hinein. Dann nach Osten und zurück zum Fluss. Du findest eine zerfallene Brücke der Enseide und darunter das Wrack. Danke, Cedric. Ich warte beim Wrack auf dich. Übertreibst du nicht etwas mit diesen Teleportationen? Warum darf ich da nicht mit durch? Das ist gemein. Ich will auch mit. Jetzt bin ich beleidigt. Sie... Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Sogar für drei von eurer Sorte. Wir sind aber arme Leute. Wir werden uns schon einig. Geht besser zum Markt in Flotsam. Am Wirtshaus findet ihr eine Tafel mit Aufträgen. Aber lasst den Troll in Frieden. Egal, was euch die Leute erzählen. Und andere Aufträge? Gut bezahlte? Wie wär's mit dem Greis? Loredo hat viel für die Zauberin locker gemacht. Scheint also Mittel im Budget zu haben. Meinst du den Kairan? Nenn ihn, wie du willst. Das Flussmonster eben. Er plagte schon unsere Vorväter. Aber jetzt ist er einfach nur unerträglich. Zerreißt Netze, vergiftet Fische. Selbst Loredo sagt, dass es jetzt, wo die lokale Wirtschaft Schaden nimmt, keinen anderen Ausweg gibt, als eine Zauberin anzuheuern. Und andere auf... Wie wird... Eine Zauberin? Doch nicht etwa Triss Merigold. Sheila de Tankerville. Imposant, aber arm wie eine Kirchenmaus, so wie ihr. Zauberkräfte und Reichtum scheinen sich auszuschließen. Es geht das Gerücht, dass sie sich bereit erklärt hat, den Greis zu töten. Also beeilt euch lieber. Okay. Meinen Gruß. Vergiss es. Hä? Sei gegrüßt. Gibst du noch irgendjemand, der irgendeinen Ausdruck hat? Okay, was geht hier hinten vor sich? So, doof. Was ist hier los? Diese Schlampe spioniert für die Skoyatel. Habt ihr Beweise? Was geht's dich an? Immer langsam. Also, sie ist ständig bei der Garnison und umgarnt die Männer. Rodrigo meint, er hätte sie flachgelegt. Wer's glaubt? Hab ich aber. Und das sind eure Beweise? Zwei Soldaten werden vermisst. Beide wurden zuletzt mit ihr gesehen. Wir haben nur gesprochen. Sie gingen dann zu den Höhlen. Das ist alles, was ich weiß. Die Metze lügt. Sie hat sie doch in irgendeine Falle gelockt. Wieso untersucht ihr die Höhlen denn nicht? Na, da treibt sich so viel Dreckszeug rum.
Dann übernehme ich das. Und ihr bezahlt mich dafür. Wartet am Kai auf mich. Okay. Gut, wir haben einen Auftrag bekommen. Ja. Mein Medaillon vibriert in deiner Nähe. Das tut es nur bei Gefahr und wenn Magie im Spiel ist. Vielleicht warnt es dich vor der Backpfeife, die du kriegst, wenn du mich anmachst. Tja, es geht mich wohl nichts an. Das ist doch keine Anmache. Hör zu. Auch wenn die Leute reden, ich wäre eine Hexe. Ich habe mit Magie nichts am Hut. Du siehst nicht aus wie jemand, der einen Zauber oder Fluch braucht. Dich treibt entweder die Abenteuerlust hierher, oder du bist ein Hexenjäger. In beiden Fällen... Ich habe weder vor, dich zu verraten, noch habe ich den Wunsch, dich nackt vor Veiopatis Altar tanzen zu sehen. Frechheit! Ich möchte Kräuter kaufen. Kräuter? Für den Eigenbedarf. Kennst du dich mit Schutzamuletten aus? Mhm. Wieso fragst du? Schau dir mal dieses Stück hier an. Ich habe den Verdacht, dass irgendwas damit nicht stimmt. Es ist zweifellos Magie in ihm. Wie sie guckt. Ich kaufe es dir gerne ab. Warum liegt dir so viel daran? Ich sammle altes Zeug. Für andere ist es wertlos, für mich aber nicht. Ich glaube dir nicht. Du willst für ein Stück Metall zahlen, nur weil es alt ist? Ich bin dir keine Erklärung schuldig. Ich bin ein Hexer. Willst du einen solchen Kunden verlieren? Du hast mich überzeugt. Dann zur Sache. Das ist kein gewöhnliches Amulett. Es ist das Herz der Melitele. Ein sehr mächtiges Artefakt. Jedenfalls war es das einmal. Ist es das nicht mehr? Es wurde verflucht. Und das hat seine Wirkung verkehrt. Einst schützte es seinen Träger. Jetzt stürzt es ihn ins Unglück. Oh. Und du willst es mir trotzdem abkaufen? Ich kenne ein Ritual, das ihm seine ursprüngliche Macht wiedergeben kann. Leider sind die Ingredienzen, die man zu seiner Durchführung braucht, äußerst selten. Was brauchst du? Todesessenz, eine Trollzunge, die Augen einer Krabbspinne und den Fötus einer Endriaga. Vielleicht kann ich das beschaffen. Ich möchte alles über dieses Ritual erfahren. Dann frag. Okay, das haben wenn wir ja quasi... Wenn du bezahlst, zu wenig. Oh. Gut, ich gebe dir 100. Warum liegt dir so an diesem Amulett? Und dir? Sagen wir, für mich hat es sentimentalen Wert. Sagen wir, für mich hat es Sammlerwert. Ich gebe dir 200 Urens. Das ist mein letztes Wort. Wenn du Geld hast, gehört das Amulett dir. Da hast du 200 Urens. Okay. Sind wir deswegen auch schon mal los? Gibt's auch Mädchen, die Hexer werden? Probier es aus. Yeah. Dann geht es für uns auf jeden Fall einmal in den Wald. Speichern. Gibt's auch Mädchen, die Hexer werden? Was wird du noch fragen? So. Mal sehen, ob der Wald genauso schwer ist wie damals, wo ich das erste Mal gespielt habe. Frag nicht, wo ich hin will. Ach, ich könnte jetzt hier... Ja, okay. Ein Friedhof? Ja, sieht nach einem Friedhof aus. Kräuter nehmen wir mit. So. Wie? Von dem kleinen Ding kann er nicht einfach ganz normal runtergehen? Okay. Oh Gott, Frosch im Hals.
Oh, ich darf prügeln. Sterbt, Drecksäcke! Hi. Huch. Geralt. Danke. So, wie konnte man jetzt eigentlich nochmal... Irgendwie ging das so, dass man dann seine Schnelltasten wählen konnte. Ich hatte auf jeden Fall das richtige Schwert, das ist schon mal gut. Okay. Gut. So, irgendwie ging die Schnellauswahl. Hi. Ah ja, okay. Mit 1 und 2. Wenn ich das weiß, ist das schon mal gut. Heute 50 Orens. Ja, das geht ja. Das kann man sich gefallen lassen, die 50 Orens. Hallo, Triss. Bin gespannt, was von diesem Wrack noch übrig ist, von dem Cedric gesprochen hat. Wenn es von einem Kairan attackiert wurde, nicht viel, schätze ich. Zum Glück suchen wir nicht nach menschlichen Spuren, sondern nach denen des Ungeheuers. Okay, wir müssen hier runter. Verdammt, Geralt. Ah, da ist das Wrack. Und eine kaputte Brücke. Gut, Triss ist schon hinter uns, ist gut. Noch eine Pflanze. So. Sammeln. Das nehmen wir auch mit. Auch. Siehst du diese Spuren? Ja, ein grässlicher Ort für einen Spaziergang. Es sei denn, man ist auf der Suche nach tiefen Eindrücken. Magie oder Gefahr? Oh nö. Na, was hat ihr für Viecher? Ah, Ertrunkener. Die kennen wir ja noch zu Genüge. Bin vergiftet. Ertrunkene? Alte Bekannte. Da kriegt man feuchte Augen, was? Lass uns nach den Spuren suchen und dann von hier verschwinden. Ertrunkenen Hirn. Da leuchtet was? Schlüssel des Kapitäns der Petrosilie. So.
Oh. Augenblick mal. Was hast du vor? Einfacher diagnostischer Zauber. Sollte uns ein paar Fragen beantworten. Er ist krank, Geralt. Ein sterbendes Ungeheuer. Wie lange lebt er noch? Ein paar Jahre, vielleicht ein Dutzend. Zu viel. Was hat er? Jede Information kann nützlich sein. Der diagnostische Zauber zeigt, dass ein Teil seiner Zellen mutiert ist. Wieso heißt das, dass er stirbt? Ich bin auch ein Mutant. Die Zellen aus der Absonderung, die ich untersucht habe, wirken wie Krebszellen. In gewisser Hinsicht sind sie leistungsfähiger als der Rest, geraten aber außer Kontrolle. Ein rotes Gewebe entsteht. Sieht sehr unangenehm aus. Armes Vieh. Aber du hast ein interessantes Thema angeschnitten. Willst du wissen, was an Mutanten wirklich anders ist? Na klar. Solche Veränderungen wie in deinem Organismus vollziehen sich normalerweise über Tausende von Jahren. Genetische Abweichungen, also Mutationen, bewirken, dass der Organismus leistungsfähiger wird. Vollziehen sich die Mutationen im Verlaufe vieler Jahrhunderte und über zahlreiche Generationen hinweg, reden wir stolz von natürlicher Auslese und Evolution. Geschehen sie in kurzer Zeit in einem einzelnen Organismus, bezeichnen wir diesen Organismus als Mutanten. Das hast du schön gesagt. Was weißt du noch? Er ist ziemlich giftig. Kennst du ein Antidotum? Dein Hexerstoffwechsel müsste die Toxine neutralisieren, sofern die Dosis nicht allzu groß ist. Aber verlass dich nicht allein auf deine Mutation. Das Elixier aus Schattenbeinwurz erleichtert die Sache. Das Kraut kenne ich, weiß aber nicht, wo es wächst. Ob ich den Kairan ohne Schutz durch das Elixier töten kann? Wie du meinst, ich hab dich gewarnt. Sheila brennt vor Ungeduld, aber geh nicht zu ihr, sondern frag die Einheimischen nach dem Heilkraut. Diesen Cedric zum Beispiel. Hier! Das ist das Rezept für das Elixier. Jetzt wende ich mich wieder meinen Problemen zu. Kommst du klar? Mhm. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Warum dürfen wir nicht mit? Nur weil Geralt das Teleportieren hasst? Das spricht mit Cedric. Geht's Höhle unter Flotsam. Die Stimme von Tross kommt mir bekannt vor. Echt? Mir tatsächlich so gar nicht. Das Schiffswrack. Okay, wir sollen uns hier nochmal nach dem Schloss umsehen dazu. Dann gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas zu finden. Mal in einem anderen Game gehört. Okay, das kann sein. Irbena. Ah, hier. yes. Okay. Bericht des Kapitäns. Versiegelte Kopie des Logbuchs der Petrasilie. Dies ist eine getreue Abschrift des Logbuchs der Petrasilie. Sorgfältige Notiz auf dem Umschlag. Zu Händen seiner Magnifizenz des Rektors der Universität zu Ochsenfurt. Zustellung ausschließlich per königlichen Post. Die ersten vier Quests oder so. Echt? Und woher kennst du die Stimme? Bin ich gespannt. Logbuch des Schiffs der Petrasilie. Die Expedition nach Loch Moen war ein Erfolg, der sowohl die Oberen der Universität als auch den so großzügigen König Wortes zufriedenstellte.
Besonders zufrieden scheint Oswin zu sein. Ich habe noch nie einen Zauberer vor Freude Luftsprünge machen sehen. Oswin hat die Mannschaft aufgewiegelt, indem er die Preziosen verteilt und die Artefakte für sich behielt. Zum Glück blieb Wortes Marine loyal. Auf der Höhe von Bergen kam es zum Gefecht. Wir versenkten die Derden. Wir mussten dennoch fliehen, da wir permanent von Harpien angegriffen wurden, die wir Oswins Fluch zu verdanken hatten. Kann das vielleicht die Stimme von der Ratgeberin des Blood Omens 2 sein? Da findet uns von Anfang an begleitet. Du meinst Uma? Ich glaube, sie klingt ähnlich. Es könnte sein, aber ich glaube, sie ist es nicht. Aber wissen tue ich es nicht. Oswin ist zwar auf Grund gegangen, aber sein Zauber ist immer noch stark genug, um Ungeheuer herbeizurufen. Die Soldaten kämpfen tapfer gegen die Flussmonster, die uns verfolgen. Ich vollende meine Arbeit am Bericht für Ochsenfurt mit einer Zusammenfassung der Forschungsergebnisse und der Kennzeichnung der Stelle, an der Derbden versank. Wir sind bald zu Hause. Also ich müsste sie quasi nebeneinander mal hören. Wer nutzt die königliche Post in Flotsam? Ich könnte das hier abliefern. Muss ich mal gucken. Wie das? Ja, die Frage, ob das jetzt auch wirklich die Buch. Nee, warte. Wie gesagt, die klingen ähnlich, aber ich müsste es halt direkt nebeneinander hören. Sagen zu können, ob das die Stimme ist. Station. Ja, es wird weiter. Sprecherin. Also die Synchronsprecherin heißt auf jeden Fall Susanne Dobruskin. Ich meine, jetzt mal nachgucken, welche Synchronisation bei Blood Omen ist. Die von Triff. Ja, das wissen wir ja eben nicht, ne? Bei der Seite von der Sprecherin aus Witcher 2 steht zumindest nicht. Müsste man halt wissen, wie die andere ist. Also, ja, die von Triss war Susanne Dobruskin. Ich weiß halt nur nicht, wie die von Uma heißt. Die du ja meinst, dass das die Stimme sein könnte.
Hört man halt nicht zu der Synchro. Yes. Okay, nein, ist sie nicht. Die Synchronsprecherin von Uma aus Blood Omen 2 ist Marion von Stengel. Und die Synchronsprecherin von Witcher ist diese andere Tuse da. Also ist nicht die gleiche Synchronstimme. So, warte. Wo muss ich lang? Darunter muss ich. Obwohl sie ähnlich klingt. Sie hat Stengel gesagt. Oh, frisches. Mann. Junge, Junge, Junge. Gab's denn nicht noch irgendwo ein Banditenlager? Ich möchte irgendwas abmetzeln. Naja, kommt drauf an, ob der Stängel lustig drauf ist oder ob er heute eher weniger Lust hat. Je nachdem kann es weich oder hart sein. Hören sich echt ähnlich an. Ähnlich hören sie sich, denke ich mal, wenn ich die Stimme von Uma richtig im Kopf habe, schon an. Aber es sind halt nicht die gleichen. Hallo. Hi. Ja, vergiftest du mich mal. Ekelhafte Viecher. Ich habe jetzt keine Angst vor den Dingern, aber ich mag sie auch nicht so sonderlich. Hallöchen. Namen der Herr. Okay. Danke, Herr. Ich will fangen. Ich nicht wäre irre. Der verdammte Wald ist schon voller Gesindel. Und jetzt flippt auch noch dieser Drecksack aus. Wer? Der Drecksack? Der Troll. Soll die Brücke instand halten und das Pack fernhalten. Nimmt seit Jahren Maut dafür. Wo ist denn das Problem? Die Kaufleute im Hafen haben mich geschickt, um zu sehen, ob der Weg passierbar ist. Es gibt keinen anderen. Tja, und die Brücke ist eine Ruine. Und da streckt doch dieser freche Kerl die Hand aus und will Schnaps für einen Durchlass. Für diesen Trümmerhaufen, frag ich ihn, da haut er mir einen aufs Maul. Die Sterne habe ich flimmern sehen. Loredo hat einen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. Dieser Schwanz würde uns am liebsten ganz von der Außenwelt abschneiden. Wir brauchen die Brücke. Und zwar in gutem Zustand. Und den Troll brauchen wir auch. Nüchtern. Wenn du dir was verdienen willst, dann töte nicht den Troll, sondern geh zu unserem Vogt. Der erklärt dir alles. Okay. Machen wir so. Endriagen. Klingt im Fluss von die Monster vermehren sich wie die Karnickel. Nötig ein Preis. Nahm sich der Sache an und beschloss sich zuerst. Okay, ich brauche also tatsächlich erstmal Bücher über diese Viecher. Also Endriagen und Neckar. Da reicht es, wenn ich sie einmal töte? Journal. Warte. Monster. Okay, ja, wir müssen tatsächlich was über die Viecher lernen. Oh. Bei mir läuft gerade alles noch.
Es wird zwar etwas weniger, aber es ist jetzt noch nicht im gelben Bereich, sag ich mal. Ich sag mal, ich habe jetzt ja so knapp 1000 weniger. Es schwankt zwischen ja gelb, grün und grün. Jetzt wird es etwas gelb, jetzt wird es wieder grün. Zwischen 3000 und 6000 schwankt es. Ich brauch Bücher, wo kriege ich Bücher her? Ein Förder hat er bereits, okay. Also gerade geht's. Wenn es so wie jetzt weiterläuft, dann ist alles in Ordnung. Ich behalte das so ein bisschen im Blick. Ich brauch Bücher. Geht diese scheiß Büchersuche hier wieder los? Der Hexer Geralt? Auch bekannt als der Weiße Wolf? Ja, ja. Man verwechselt mich oft mit ja, dem Ja, ich komme gleich noch mal kurz hoch. Thala meinte schon, dass du boshaft wärst. Thala schickt dich. Ja, ich habe hier was zu erledigen. 14, 15 da warte Minuten, ich dir dieses Paket und eine Botschaft zu überbringen. Also dann bringe ich den Teller auch gleich mit hoch. Gib mir das Paket. Hier, bitte. Endlich bin ich's los. Aus mir wäre kein guter Agent geworden. Viel zu nervös und redselig. Mach's gut, ich hab noch zu tun. Du hast eine Botschaft von Thala? Ich zitiere wörtlich. Bei allem, was du tust, höre auf Roche. Der ist verflucht nochmal ein Patriot. Die Geier kreisen schon über Foltests Leichnam. Aber ich komme zurecht. Mach die Dreckskerle fertig. Postskriptum? Aber im Schloss hast du Mist gebaut. Also, wer sich noch an Teil 1 erinnert, Thala war dieser komische alte Mann. Grüß Thala von mir. Wo wir seine Unschuld beweisen mussten damals. Ich sagte, ich weiß jetzt nicht genau, wo man die Bücher kaufen konnte. Das wird jetzt wieder so ein kleiner. Wir mussten auf jeden Fall zum Barbier, glaube ich. Bücher. Ah, ne, hier musste ich hin. Hatte natürlich nichts Schwemers. Da. Ah, zum Barbier. Barbier, wo war der denn? Das ist der Metzger. Wir wollen Monster töten. Das ist der Schmied. Da kommt der Hexer. Ob er einverstanden wäre? Weiß nicht. Womit? Guten Tag, hast du kurz Zeit? Siehst du, mein Kollege und ich, wir haben eine alchemische Substanz entwickelt, die wir in Vysima in einem Laboratorium testen wollten. Aber da hier ein Hexer weilt, dachten wir, ob du vielleicht so freundlich wärst, sie gleich in der Praxis auszuprobieren. In ein oder zwei Jahren könntest du uns in der Hauptstadt besuchen. Wir untersuchen dich und zahlen dir einen üppigen Lohn. Es geht um die langfristige Wirkung der Substanz. Mehr dürfen wir nicht verraten. Machst du mit? Okay, sollen wir mitmachen oder sollen wir lieber sagen, nö? Die Wahl obliegt diesmal euch. Wollen wir den Leutchen da helfen und uns da irgendwas geben lassen oder sagen wir lieber, nö? Bleib weg damit. Mitmachen. Wir machen wir auch sonst auch jeden Scheiß und also ja, okay. Ja, ist ja gut. Warum nicht? Wunderbar. Ausgezeichnet. Wenn du noch ein Tagebuch für das Experiment anlegen könntest. Übertreib mal nicht. Überleg es dir gut. Okay. Schade. Ich rate dir, das zu überdenken. Die Zunft hilft und bietet Schutz. Hey. Lass mich rein. Passieren, ja. Ich sag du schon, Bertel. Ein Feuer. Das stimmt.
Was führt dich zu mir, weißer Wolf? Fühl dich ganz wie zu Hause. Kenne ich dich? Ich habe viel von dir gehört und noch mehr gelesen. In Briefen der riefschen Diaspora. Freut mich, dich kennenzulernen. Ena Gausel. Ich handle mit Kuriositäten. Ah. Und bin für die Gemeinschaft der Anderlinge tätig. Ich möchte erstmal was kaufen. Bücher. Der Kajan. Fertigkeit. Ach, jetzt geht's. Der gesamte Wissen über Endri jagen. Erscheinungen. Okay. Die Götter werden dir zürnen. Oh, das wird richtig entschieden. Sei. So. Oh ja. Die Götter werden dir zürnen. Was auch immer sie jetzt mit uns anstellen wollten. Vielleicht haben wir sie auch einfach nur verschreckt. Der Hexer. Mit dem Troll. Mhm. Okay, es gibt auf jeden Fall keine Quest dazu. Okay, sehr seltsame Typen. Sehr, sehr seltsam. So, dann mache ich aber jetzt eine kurze Pause. Und lass mir einmal kurz was zu essen. Mal kredenzen. Und gehen noch.